herzlichen Glückwunsch. Was für ein großartiger Nachmittag für Sie. Sind Sie schon ganz sicher, dass das wirklich passiert ist eben? Ja, ich weiß auch nicht ganz genau. Aber ich habe gerade schon mal ein paar Tränchen verdrückt, weil ich mich so gefreut habe. Und ich wusste nur in der letzten Runde unten, hat der Tobi gesagt, wir dürfen da nicht dahinter sein, um die Kurve rum zum Ziel. Und habe gesagt, ja, ich versuche es jetzt einfach. Egal, komme, was wolle, ich versuche es. Wir haben, glaube ich, ganz viele Menschen, 20.000 sind im Stadion, Gänsehaut gehabt. Und wir haben uns natürlich gefragt auf der letzten Runde, werden Sie die Kraft haben, da Gabriela Kukalova Paroli zu bieten? Waren Sie sich sicher, dass das noch in Ihnen steckt? Ja, ich habe auf der Runde gemerkt, dass es mir relativ gut ging heute, auf der Schlussrunde. Ich bin einfach mal dran gelaufen, hatte die Runde vorher so mein Tempo gelaufen. Und ja, ich habe einfach gedacht, ja, ich schaue jetzt mal. Dann habe ich nur hinter mich geschaut, mal nach den Abfahrten, dass die anderen auch schon kamen. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt müssen wir uns zusammen mal beeilen. Und dann, ja, dann bin ich einfach vorbei und habe einfach gehofft, dass es bis zur Ziellinie kam. Und hat das Stadion wirklich gebebt. Also ich habe meinen eigenen Herzschlag nicht mehr gehört, meine Atem nicht mehr. Und dann, ja, ja, das ist ja auch wirklich was ganz Besonderes. Sie sind ja mit der Startnummer 30 gerade so noch reingerutscht in diesen Massenstart, um ihn dann zu gewinnen. Der allererste Weltcup-Sieg Ihrer Karriere. Obwohl man ja sagen kann, Antholz ist ein ganz gutes Pflaster für Sie. Ihre beiden bisher besten Ergebnisse haben Sie auch hier erzielt. Ja, genau. Ich bin natürlich mit einem guten Gefühl hier angereist. Und im Einzel hatte ich so ein bisschen, habe ich gedacht, ja, guter Platz, aber entweder zu viel. Und heute war ich im Start und habe gesagt, ich habe einfach nichts zu verlieren. Ich habe so gewonnen, dass ich heute mit starten durfte und war gestern ganz entspannt, weil ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass ich laufe, und bin natürlich dann heute überglücklich gestartet. Ja, wir haben ein sehr schönes Bild. Laura Dahlmeier ist inzwischen zu uns gekommen. Bleiben Sie ruhig beide zusammen auf unserem kleinen Siegerpodest. Das haben beide verdient. Auch Ihnen herzlichen Glückwunsch zu einem tollen Rennen, Platz 2. Es gab diese Geste im Zielraum. Können Sie sich nach so einem Rennen auch mal freuen für Ihre Kollegin, dass der zweite Platz dann fast sich genauso anfühlt wie ein Sieg, wenn wie Nadine Horch da heute zum allerersten Mal so ein Ding holt? Ja, auf alle Fälle. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich das erste Rennen gewonnen habe. Das ist ganz was Besonderes für jeden Sportler, für jede Athletin. Und freut mich, dass es die Nadine heute gesagt hat. Es ist höchste Zeit geworden und man sieht schon, dass wir echt ein starkes Team sind. Und das ist schön, wenn ja, so viele deutsche Mädels da ganz vorne mitkämpfen können. Wie ging es Ihnen denn auf der letzten Runde? Sie lagen ja auf Position 3. Wie lange haben Sie überlegt, wie Sie es am besten angehen? Ich habe gar nicht überlegt. Ich habe mir gedacht, es ist für alle schwer. Ich versuche es von vorne. Ich habe gehofft, dass die hinten die Lücke nicht schließen können, sondern dass ich eher nach vorne komme. War mir da am Anfang gar nicht so sicher. Bei dem Huberalm-Anstieg habe ich dann schon gespannt, dass ich Druck machen kann, dass ich ein bisschen näher komme. Aber ja, dass es wirklich noch möglich ist, da eine von den zwei vorne einzuholen. Ja, das hat sehr lange gedauert, bis ich mich mit dem Gedanken anfreunden habe können. Und es hat ja wirklich erst ganz zum Schluss geklappt. Wie ging es bei Ihnen beim Schießen? Bei Ihnen war ja die Grundlage ein absolut fehlerfreies Schießen. Haben Sie nach dem letzten Stehend auch angefangen zu überlegen oder sogar vorher schon? Nein, das habe ich das ganze Jahr bis jetzt gemacht. Und heute habe ich gedacht, ich schieße einfach. Ich habe nichts zu verlieren. Die Fehler habe ich die anderen Rennen vorher schon gemacht. Und heute einfach in die Mitte und ja, schauen, was passiert. Wir kriegen hier Zeichen, dass Sie zur Siegerehrung müssen. Noch eine schnelle Frage, Laura. Die Usain Bolt-Geste im Ziel, was hat es damit auf sich? Wir können uns das mal anschauen hier. Ja, ich wollte eigentlich nur auf Nadine sagen, dass sie halt eindeutig die Nummer 1 ist. Ja, da haben Sie heute zweifellos recht. Ein wunderbares Rennen, ein großartiger Erfolg und dass Ihnen das noch möglich lange in Erinnerung bleiben wird. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank.